Ich bin natürlich, wie es im Programm steht, Rüdiger Zill, der auch verantwortlich ist für diese Tagung und möchte jetzt ein paar einleitende Worte sagen, um Ihnen einen Eindruck zu geben, was Sie in den nächsten 2 Tagen erwarten wird. Ja, die Frage, wann ein Freund ist, ein echter, ein wahrer, stellt sich früh in der Geistesgeschichte. Sie steht mit am Anfang einer Theorie der Freundschaft und schon der erste Gewährsmann für gelungene Freundschaft, wer sollte es anders sein, Aristoteles, spricht sie an. Seitdem reißt die Diskussion nicht ab. Ich möchte hier nur einige Gewährsleute kurz erwähnen, zuvor aber der Frage nachgehen, ob eine besondere Aktualität für eine Beschäftigung mit der Freundschaft zurzeit existiert. Stellt sie sich heute anders dar als vor 2000 Jahren oder auch vor 200 Jahren oder sogar anders noch als vielleicht vor 20 Jahren? 2 Phänomene scheinen mir dabei von besonderem Interesse. 2 Motive, die die Freundschaftsfrage neu stellen. 2 Positionen werden da abgesteckt. Zwei Positionen, die die heutige Debatte über die Freundschaft in ihre Mitte nehmen vielleicht. Das eine ist ein speziell mitteleuropäisches, möglicherweise sogar deutsches Motiv. Das andere ist wohl weltweit zu finden, wenn auch vielleicht nicht mit derselben Dringlichkeit und in derselben Bewertung. Bringen wir Sie auf die Stichworte Individualismus und soziale Medien, also Facebook natürlich in erster Linie. Der erste Trend, den ich hier kurz beleuchten will, ist eine Reaktion auf eine Veränderung in unseren westlichen Sozialstrukturen. Und man kann beobachten, dass in den letzten Jahren auf dem Buchmarkt eine Reihe von populären Lebenskunstanleitungen erscheint, die vor allem auch eine neue Wertschätzung für Freundschaft proklamieren. Nehmen wir ein willkürliches Beispiel. Also wie gesagt, es gibt eine ganze Reihe von solchen Titeln. Ich nehme eins heraus. Martin Hecht, freier Autor, unter anderem für die Zeitschrift Psychologie Heute, beginnt 2008 ein Buch mit dem Titel Wahre Freunde. Von der hohen Kunst der Freundschaft mit den folgenden Sätzen. Freundschaften sind heute so wichtig wie nie zuvor. Nicht wie manche meinen, weil wir gute Kontakte brauchen, um noch effizienter zu sein. Wir entdeckten Freundschaft neu, weil die Bindungen zu unseren Lebenspartnern und Familien immer öfter zerbrechen. Der Bruch ist zur Normalität geworden. Das ist wieder die Anknüpfung an gestern, der Bruch, der ja für Peggy Medler auch zentral war. Der Bruch ist zur Normalität geworden, aber er hat eine große Lücke hinterlassen und eine neue Sehnsucht geweckt. Nach dem Ende der alten Beziehungen wollen wir eine neue Verbindlichkeit schaffen. Nichts eignet sich dafür besser als Freundschaft, aber nur, wenn wir sie neu bestimmen. In diesem Buch, schreibt Hecht weiter, in diesem Buch geht es um eine neue Freundschaft, Freundschaft im 21. Jahrhundert. Das ist Freundschaft unter Menschen einer neuen Generation. Ich bin einer davon, eigenwillig und anspruchsvoll, empfindsam und kritisch, Typen, dem man es eigentlich nie recht machen kann, vor allem, wenn es um die Beziehungen zu ihrem Nächsten geht. Aber wir fordern nicht nur, wir sind auch bereit, in unsere Freundschaften zu investieren. Heute viel mehr noch als früher einmal. Freundschaft ist hier nicht als rationales Kalkül im Dienste der Karriereplanung gemeint, das schließt Hecht ja explizit aus, aber doch als eine Art Investment, als emotionales Investment, könnte man vielleicht sagen. Ist das die Geburt der Freundschaft aus dem Geiste der demografischen Tragödie? Hecht ist Jahrgang 1964. Er gehört damit zu einer Generation, die vor allem in Deutschland nicht selten einen völlig anderen Lebensstil als ihre Eltern pflegt. Einen, um das nochmal zu sagen, Bruch im Habitus. Eine Generation, die selbst aber häufig keine Kinder hat oder wenn, dann nur Einzelkinder. Janosch Schobin. Ja. Und
Sentence is. Hier sein wird, schreibt in seiner 2013 erschienenen Studie Freundschaft und Fürsorge. Zitat, wer das einfache Gedankenspiel durchspielt, wie sich die Verwandtschaftssysteme einer Gesellschaft verändern, deren totale Fertilitätsrate weit unter der Bevölkerungserhaltungsgrenze und deren Scheidungsquote um die 50% liegt, muss zu dem Schluss kommen, dass Familie und Verwandtschaft in Zukunft knappe Güter sind. Zwangsläufig entstehen in den Stammbäumen jede Menge toter Enden und lichter Äste. Das partnerlose Einzelkind zweier Einzelkinder hat einfach keinen Partner, keine Geschwister, keine Tanten, keine Onkel, keine Cousins, keine Cousinen. Soweit Chomin. Wer im Alter nicht allein sein will und Schlimmeres, muss also nach Alternativen suchen. Die naturwüchsigen sozialen Bindungen, die verloren gegangen sind, sollen durch neue selbstgewählte ersetzt werden. Und hier kommt die Freundschaft ins Spiel, wie Chomin schreibt. Dessen Studie zeigt, dass Hecht keine Einzelstimme ist. Das Thema ist vielmehr seit den 90er Jahren relevant und gewinnt zunehmend mehr Relevanz. Nicht nur in der Ratgeberliteratur, sondern auch in populären Medien und im öffentlichen Diskurs überhaupt. Dabei hat sich auch das Freundschaftsideal verändert. Die feminine Form, wie Chomin feststellt, das Fürsorgeparadigma hat den Diskurs, der sich noch zu Beginn der 90er Jahre vor allem auf männliche Freundschaften bezog, verdrängt. Wo die Freundschaft traditionale Sozialformen ersetzt, verwandelt sich das ursprüngliche Manko sogar in einen Zugewinn an Freiheit und Entfaltungsspielraum. Denn die Familie kann man sich nicht aussuchen, Freunde aber schon. Familie ist Schicksal, Freundschaft ist freie Wahl. Und im Zweifelsfall kann man sich von ihnen, also von den Freunden, auch wieder trennen und andere Freunde suchen. Um noch einmal Hecht zu zitieren. In Gemeinschaften des freien Willens scheint beides machbar, ein Maximum an individueller Freiheit und zugleich eine Geborgenheit, wie sie die alte Heimat kannte. Was konservative Kulturkritiker bis heute nicht wahrhaben wollen, uns modernen Existenzialisten winkt nach dem Verschwinden der alten Gemeinschaftsformen tatsächlich die einzigartige Möglichkeit, der neuen Einsamkeit zu entgehen, indem wir neue Bündnisse schließen. Die Haltlosigkeit ist nicht unabwendbar. Es besteht die Chance, anstelle der alten Institutionen neue Netzwerke, neue Wahlverwandtschaften zu gründen. Das Konzept lautet mit einem Wort Freundschaft. Freundschaft ist die Möglichkeit einer Vertrautheit, ja Geborgenheit ohne jede Zwanghaftigkeit in heimatlosen Zeiten. Sie tritt an mit dem Glücksversprechen, Verbundenheit in die moderne Welt zurückzubringen und dabei alle Zwanghaftigkeit draußen zu lassen. In ihr gelingt die Bewahrung freiheitlicher Autonomie und gleichzeitig ein Leben mit anderen, die uns schützen und verbindlich sind. Soweit das Hecht-Zitat nochmal. Wo Freundschaft derart fast zum Heilsversprechen wird, ist natürlich die Sorge, einen Fehlgriff zu machen, entsprechend groß. Gerade auch, weil der Anspruch an die Qualitäten des anderen immens gewachsen sind, also die anspruchsvolle Generation. Wie trifft der Individualist in einer Gesellschaft von Singularitäten, um diesen Titel von Andreas Reckwitz, ungemein erfolgreicher Gegenwartsanalyse, mal zu zitieren, wie trifft dieser Individualist die richtige Wahl? Und wie wahrscheinlich ist es, dass die gewählte Person dann auch auf mich, gleichermaßen erwählt? Zum Glück ist das Reich der Möglichkeiten in den letzten Jahren stark gewachsen, nicht zuletzt durch die neuen technischen Möglichkeiten, mit denen wir Kontakt aufnehmen können. Ja. Und damit kommen wir zum zweiten Faktor, der die Konjunktur des Freundschaftsthemas mitbestimmt. Natürlich, jeder Kunde eines Supermarkts weiß, macht eine größere Auswahl die Entscheidung nicht unbedingt einfacher. Statt uns zu beruhigen, entsteht nun eine neue Angst. Sind denn alle diese Freunde auch wahre Freunde? Schon die Inflation des Begriffs, der aus jedem Facebook-Kontakt einen Freund macht, legt nahe, dass man sich darauf am Ende wohl doch nicht verlassen kann. Die neuen sozialen Medien sind dann auch meist selbst wieder Gegenstand nicht nur konservativer Kulturkritik. Dass es hier unter Umständen sich um Etikettenschwindel handelt, weiß natürlich fast jeder in der Facebook-Gemeinde. Daher entsteht aus diesem Wissen auch ein Bewusstseinsproblem, nämlich das, wie kann ich mich im Angebot meiner 1.500, 2.000, 3.000, 15.000, was auch immer, Freundschaftskontakte orientieren.
Ein bemerkenswertes Beispiel aus dem Selbsthilfebereich ist vor kurzem doch mittelmäßig populär geworden. Eine junge Frau aus Sydney, Mobina Ahmad, fühlt zunächst die typische Verunsicherung angesichts der medialen Spontanvermehrung der Freunde und reagierte dann, indem sie zu ihrer eigenen Orientierung eine Klassifizierung erfand, die sie über ihr Kontaktenetz legt. Jetzt würde ich sie gern selbst sprechen lassen. Es gibt einen kleinen Clip. Ah, da ist er schon. Es ist gut. Fahren wir den mal ab. Watch on. Here's Monique Schafter. I have so many friends on Facebook, like hundreds and hundreds of friends. Back to school, ring the bell. Out of the 400 Facebook friends that I have, I would say I have 1 to 2 real friends. I can tell that we are gonna be friends. Facebook is such a superficial way of keeping in contact with someone. What I define as a friend is what most people would define as a best friend. So someone who you talk to regularly, you have a very close connection to, you can turn to. I can tell that we are gonna be friends. Hey, so how are you? I think there's a few outside as well. I'm good. Welcome. Thank you. Hi. Welcome. I came up with a friendship theory because I noticed I wasn't happy in the way in which I was navigating through friendships beforehand. Welcome, guys. A lot of misunderstanding. I thought I was closer to people and it was so easy for them to, you know, ignore me or leave me out, or they'll talk about you behind your back. This is what friendship is nowadays, and I hate that. Hey, hi. Good to see you. So there are 6 stages. There's pre-acquaintance, acquaintance level 1, acquaintance level 2, acquaintance level 3, pre-friend and friend. For example, there was some people who just knew my name, but they would say they're friends with me without even meeting me. They would say, oh yeah, I know Moby, because other people know Moby. That would be a pre-acquaintance. So you're on acquaintance level 3. Okay. And that involves, you know, we make the effort to meet up with one another. Yeah. We have had meaningful discussions. Yeah. You're in my life and you mean a lot to me. And that's basically AL3. That's basically it. Okay. Yeah. And you're my friend. And it's mutual. The way we feel about each other is mutual. Yeah. Like, you don't want to get closer to me, do you? Yeah, I think we're at a good point. I do. Yeah exactly. Exactly. Yeah. Talking about friendship with someone is very awkward. So I thought that the best way to gauge their response is to start up a survey quiz. And I asked people questions like, would you take the effort to drop me to the airport? Can we sustain a 20-minute conversation? Do we make the effort to meet up? Like, do they even bother to, you know, say, hey, let's meet up? Or if I say, hey, do you want to go out for a coffee? They'll say, oh, I'm too busy. So I'll be like, that's a whole nother level. I got offended for a bit of it because I didn't realize how far away I was to her epicenter of close friends. And then I realized all the friends I knew who I thought were quite close to her were in that outer circle. I'm one of the open critics of her theory. Really? And I say it's false and I don't believe in it. Why is that? I don't know. I think she keeps making up the rules as she goes along. I don't believe you can quantify friendship in numbers, essentially. Dinner is served. Come on in. Well, I think das war, glaube ich, dann schon hinreichend. Man merkt hier die Verunsicherung, aber bemerkenswert ist nicht in meinen Augen die Verunsicherung als solche. Die ist ja auch wohl relativ weit verbreitet. Interessant ist eher die etwas hilflose Art, das Problem mit einer Art Do-it-yourself-Soziologie zu lösen. Denn einige der so hier Kategorisierten waren durchaus nicht begeistert über ihren Platz in der persönlichen Hierarchie von Mobina Ahmad. Was als allgemeine Theorie erhellend sein mag, solange man sie dann eben zur Durchmusterung der eigenen Beziehungen bei sich selbst behält,
führt zu Irritationen, wenn es anderen zugeschrieben wird. Das wirkt eher wie ein Übergriff. Und das ist eigentlich mit dem Charakter der Freundschaft gerade nicht vereinbar. Die Freundin, der das Level 3 zugesprochen wird, nimmt es noch mit Humor und erwidert schlicht, oh ja, and I'm your friend. Oder you are my friend, so rum sagt sie es. Erfolgreich war die Theorie aber ausgerechnet in den Medien. Inzwischen findet man sie immer wieder als Referenz. Sie ist virtuell um ein Vielfaches gewachsen, sie ist um den halben Globus gereist und wird nun etwa in der Zeitschrift Freundin oder bei Bento zitiert, wie eine moderne Nachfolgerin von Georg Simmel. Offensichtlich erfüllt sie ein Bedürfnis. How many friends does one person need, ist auch der Titel, den der Oxforder Anthropologe Robin Dunbar für eines seiner Bücher gewählt hat. Das scheint also auf den gleichen Spuren zu sein, doch seine Antwort geht genau in eine andere Richtung. Er nennt uns sogar eine präzise Zahl, 150. Diese 150 ist dann auch als Dunbars Number berühmt geworden, wobei natürlich auch der Autor Dunbar selbst weiß, dass diese 150 keine wahren Freunde sind. Das ist auch nicht sein Problem. Ihm geht es vor allem um die Frage, wie groß die Gruppe echter Sozialkontakte beim Menschen sein kann. Das schließt also jetzt hier übertragen wohl alle 6 Level von Mobinar Ahmad ein. Dunbar interessiert also nicht die qualitative Begrenzung, sondern die quantitative. Alle Freundschaftskontakte jenseits der 200 scheinen ihm übertrieben. Das seien Menschen, von denen man kaum mehr als den Namen wisse. Dunbar hat sich die Frage gestellt, wie groß können Gruppen sein, wie groß können sie werden, die durch persönliche Kontakte und nicht durch Hierarchien oder durch abstrakte Regularien zusammengehalten werden. Er hat mehrere untersucht und ist dabei immer wieder auf die Zahl 150 gestoßen. Diese Zahl setzt er in Beziehung zu der Größe unseres Neokortex. Und nur andere Primaten teilen mit uns diese Größe des Gehirns und nur Primaten verfügen auch über ein ausgeprägtes Sozialleben. Bei nichtmenschlichen Primaten werden diese Sozialkontakte in erster Linie durch gegenseitiges Kraulen gepflegt. Das ist allerdings begrenzt, nämlich physisch und zeitlich, und so ist auch die Zahl möglicher Freunde begrenzt. Erst die Erfindung der Sprache erweitert hier den Kreis der Möglichkeiten. Sprache ist also nach Dunbar nicht entwickelt worden, um die Jagd oder andere Formen der Subsistenz zu erleichtern, schon gar nicht als Ausdruck von Kunst oder Religiosität. Sprache dient in erster Linie dem Austausch von Klatsch und Tratsch. Sprache ist also Dunbar zufolge die Fortsetzung des Kraulens mit anderen Mitteln. Sprache ist die Voraussetzung dafür, dass Primaten in zunehmend größeren Gruppen leben können, und natürlich ist nun auch theoretisch es möglich, mit Tausenden von Sprechern derselben Sprache zu kommunizieren. Allerdings im täglichen Leben ist die Zahl begrenzt. Dunbars These ist, dass für Gruppen bis etwa 150 Personen gilt, dass sie durch gegenseitige soziale Verbundenheit aufrechterhalten werden können. Werden die Gruppen größer, müssen sie sich entweder aufspalten oder man muss eine Polizei einführen. Ein kleines Originalzitat von Dunbar. One way of defining Dunbar's number is as a set of people who, if you saw them in the, say, transit lounge during a 3 a.m. stopover at Hong Kong Airport, you wouldn't feel embarrassed about going up to them and saying, hi, how are you? Haven't seen you in ages. In fact, I would probably be a bit miffed if you didn't. You wouldn't need to introduce yourself because they would know where you stood in their social world and you would know where they stood in yours. And if push really came to shove, they would be more likely than not to agree to lend you a fiver if you asked. Würdest du mir einen Fünfer leihen, könnte ein guter Punkt in Ahmad, in ihrem Fragebogen gewesen sein. Aber natürlich qualifiziert ein Ja noch nicht unbedingt für die höchste Kategorie von Freundschaft. Ja, für Aristoteles, und jetzt muss er doch mal bemüht werden, der philosophische Klassiker, für
Aristoteles wäre dies eine Freundschaft um des Nutzens willen, eine niedere Form, ebenso wie die, die man aus Gründen der Lust eingeht. Nur die letzte seiner drei Formen ist für ihn vollgültige Freundschaft. Sie beruht auf der Tugend des zukünftigen Freundes, also auf der Tugend, nicht auf dem Nutzen oder der Lust, ganz so, wie sie sich nur aus gutem Holz auch eine gute Sache zimmern lässt. Jedes Ding, heißt es bei ihm, hat seine eigene Arete, seine eigene Tüchtigkeit. Und beim Menschen ist es eben die moralische Arete, die Tugend. Aristoteles Gefolgsmann Cicero hat es auf den Punkt gebracht mit der schönen Passage: Und eben darum darfst du erst nach dem Urteil lieben, nicht, wenn du schon lieb gewonnen, erst urteilen. Allein wie wir in vielen Dingen für unsere Nachlässigkeit bestraft werden, so am meisten in der Wahl wie in der Behandlung unserer Freunde. Wir stellen nämlich unsere Überlegungen erst hinterher an und tun Getanes, was uns ein alter Spruch verbietet. Denn wenn wir schon herüber und hinüber gebunden sind durch täglichen Verkehr oder durch Gefälligkeiten, so brechen wir ganz plötzlich mitten in der Bahn bei irgendeinem Anstoß unsere Freundschaft ab. Soweit Cicero. Es ist schon öfter darauf hingewiesen worden, dass der antike Begriff der Philia nicht eins zu eins in die Gegenwart übertragbar ist. Auch, dass man sich vielleicht echte Freundschaften vorstellen kann, die nicht instrumentell sind und doch nicht unbedingt nur moralisch einwandfreien Individuen vorbehalten sind. Dass man Mitglied in einer kriminellen Gang ist, bedeutet nicht, dass man nicht auch ein loyaler Freund für ein anderes Gangmitglied sein kann. Ja, und wer selbst unter normalen Durchschnittsbürgern wäre denn ohne Fehl? Bewährt sich eine Freundschaft nicht gerade in Situationen der Not, auch oder gerade, wenn sie selbst verschuldet ist? Also für Aristoteles wäre das natürlich undenkbar. Ein moderner Philosoph, Alexander Nehammas, hingegen schreibt: Dass Aristoteles Vorstellung der Freundschaft auf einige wenige Menschen beschränkt ist, passt nicht so recht zu unseren Erfahrungen. Wir alle sind eine kuriose Mischung aus Tugenden und Unarten und jeder von uns weiß, dass selbst unsere besten Freunde ihre Fehler haben. Es ist richtig, dass wir uns mit Menschen, die wir für böse halten, nicht anfreunden können. Doch meist haben wir kein Problem damit, die Fehler unserer Freunde, sowohl kleinere wie auch großer Natur, zu entschuldigen. Einer der wichtigsten Gründe, warum wir Aristoteles Freundschaftsbegriff nicht einfach in unser Heute übertragen können, ist aber, dass sich unsere Individualität fundamental gewandelt hat, vor allem durch die Erhöhung des Subjekts, die dann auch in der des anderen Subjekts stattfindet. Was bei Aristoteles also an eine objektive Eigenschaft des anderen geknüpft ist, verschiebt sich nun in die Beziehung zweier je eigentümlicher Individuen. Besonders deutlich wird das am Freundschaftskult von Empfindsamkeit und Romantik. Der Prototyp dafür, der empfindsame Avant la Lettre, ist aber, und auch dieser Name darf hier natürlich nicht fehlen, wir werden ihm noch öfter begegnen, ist natürlich Montaigne. Auch Montaigne hat seinen Aristoteles gelesen, das ist ja keine Frage. Und in vielem stimmt er mit ihm überein, zum Beispiel in der Abwehr unechter Freundschaft. Allerdings scheint er manchmal dem Übervater auch dort zu folgen, wo er am Ende doch von ihm abweicht. Denn seine Beziehung zu Etienne de la Boétie, die er feiert, zentral in den Essays, kulminiert in einer Verschmelzungsfantasie nicht ohne dialektische Pointe. Wie heißt es schon in den Essays, und ich leihe jetzt Montaigne für die Kenner unter uns, die deutschen Worte von Johann Daniel Tietz: Übrigens verstehen wir gewöhnlich unter Freunden und Freundschaft nur solche Bekanntschaften und Vertraulichkeiten, welche eine gewisse Gelegenheit oder ein gewisser Vorteil geknüpft haben, vermittelst welcher sich unsere Seelen miteinander vereinigen. Bei der Freundschaft, von welcher ich rede, vermischen und vermengen sie sich in allen Stücken so miteinander, dass man nicht gewahr wird, wie sie miteinander verbunden sind. Will man mit aller Gewalt von mir wissen, warum ich Ihnen, also Etienne de la Boétie, gelebt habe, so merke ich, dass ich dieses nicht anders ausdrücken kann als durch diese Antwort, weil er es war, weil ich es war. Wenn das kein schönes Beispiel für eine dialektische Einheit der Unterschiede ist. Freundschaften dieser Art kann man dann auch
nur als reifer Erwachsener schließen, denn erst dann hat sich der Charakter gefestigt und wird sichtbar. Noch ist etwas Tugendhaftigkeit in diesem Verständnis von Freundschaft, aber deutlich dominiert bei Montaigne im Gegensatz zu Aristoteles doch schon die Individualität. Soweit Aristoteles und Montaigne. Wir begegnen diesen beiden Herren gleich im Vortrag von Angela von Raden. Diesen beiden und noch anderen Damen und Herren treffen sich mit Angelas Hilfe zu einem gepflegten Strandspaziergang im Totenreich. Deswegen will ich nun auch gar nicht in Einzelheiten hier weiter schwelgen, nicht zeigen, wie sich die philosophischen Positionen weiterentwickeln und was für und was gegen sie spricht. Ich will nur auf einen Punkt, und der ist mir und ich glaube auch im Folgenden wichtig, hinweisen. Bei diesen Diskursen kommt man selten ohne Reinheitsgebot aus. Und ebenso strikt lässt es sich meist aufrechterhalten. Erinnern wir uns noch ein letztes Mal an Martin Hecht. Dass Freundschaft für die fehlenden Sozialstrukturen vor allem im Alter einspringen soll, hat doch einen gewissen instrumentellen Unterton. Und gleichzeitig gelingt solch eine Ersatzbeziehung nur, wenn es sich dabei um echte Freunde handelt. Also scheint irgendwie eine Art Paradox. Auf der anderen Seite hat eine derartige Freundschaft das Problem, sich gegen Liebe abzusetzen, wie nicht nur der weiß, der das Buch von Andreas Krass gelesen hat. Bei dem von ihm in ein Herz und eine Seele analysierten Männerfreundschaften spürt man nicht selten den homoerotischen Unterstrom. Und ich bin sicher, davon wird auch heute Nachmittag die Rede sein, wenn es in seinem Vortrag um die Freundschaft des hiesigen Local Hero, wenn ich das mal so sagen darf, Friedrich II. Und seiner tragischen Jugendfreundschaft zu Leutnant Hans Hermann von Katte geht. Aber genau an diesem Punkt, bei der multiplen emotionalen Färbung von Freundschaften, wird es für mich interessant. Anstatt nach Kriterien einer ethisch vertretbaren Freundschaft zu suchen, erscheint mir ein Blick auf konkrete Freundschaften sinnvoll. Was verbindet Menschen als Freunde? Welche Bedürfnisse erfüllen sich in real existierenden Freundschaften? Woran machen sie sich fest? Und vor allem, welche Gefühlsnuancen werden in ihnen aktiviert? Welche emotionalen Gemeinschaften entstehen durch sie und werden durch sie garantiert? Mit diesen Fragen wird nun auch deutlich, warum das Thema Freundschaft für unsere Reihe Passions and Cultures sich qualifiziert hat. Das heißt, wir brauchen eigentlich immer wieder konkrete Fallbeispiele. Katja Kraus hat eine Reihe von Interviews geführt, in denen bekannte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sehr intime Einblicke in ihre Freundschaftsbeziehungen gestatten. Das reicht von den innigen Zweierbeziehungen bis hin zu ganzen Freundesnetzwerken. An dieser Vielfalt scheinen auch unzählige sich voneinander unterscheidende emotionale Färbungen auf. Und nur nebenbei gesagt, stellt sich hier auch ein methodologisches Problem, auf das schon Janosch Schobin hingewiesen hat. Denn da, wo es besonders ernst wird mit den Freundschaften, in den intimsten Bereichen, sind teilnehmende Beobachter oft ausgeschlossen. Indem Katja Kraus nicht als Soziologin fragt, sondern selbst eine Art freundschaftliche Beziehung mit den Interviewten eingeht, entsteht eine Nähe, die Gesprächspartner, ja, man kann was sagen, zu einer Offenheit verleitet, die ihnen im Nachhinein selbst manchmal unheimlich ist. Das wird dann unter anderem in dem Gespräch mit ihr am Samstagvormittag Thema sein. Aber zurück zu der Frage, wie Freundschaften entstehen. In der Tat schließt natürlich niemand so rational Freundschaften, wie der antike Philosoph, also wir hatten das Cicero-Zitat, das vorschlägt. Und vermutlich wären die ciceronischen Kopfgeburten auch zum Scheitern verurteilt. Freundschaft entsteht aus mannigfaltigen, kontingenten Gründen. Sie braucht ein Klima, in dem sie entstehen kann. Daher kommt sie meist in gemeinsamen Praktiken zustande. Natürlich gibt es gemeinsame Ausgangsbedingungen und nicht aus jeder gemeinsamen Praxis entsteht eine Freundschaft. Dazu bedarf es etwas, das ich ganz gerne die emotionale Resonanz nenne. Oft ist spontane Zuneigung, eine Freundschaft auf den ersten Blick mit im Spiel. Daraus entwickelt sich dann die andauernde, tragfähige Freundschaftsbeziehung. Freunde begleiten einen im Kopf und kommentieren, ohne anwesend zu sein, was man tut. Sie bestärken und kritisieren, sie bilden eine mentale Tafelrunde, bei der sie sich manchmal als
Über-Ich verkleidet haben, manchmal als applaudierende Zecher. Freundschaft ist damit eine Relation, in der die beiden Pole mit eingehen und in deren Verlauf sie sich auch transformieren. Man stößt und reibt sich aneinander und stimmt sich aufeinander ab. Das verändert uns auch. Freundschaft ist also etwas, das nur bedingt von den vorherigen Eigenschaften der Befreundeten ausgeht. Das heißt nicht, dass man die Charaktereigenschaften per se ganz ignorieren könnte. Es ist eher so, dass wie in der Metapher auch die Freundschaft die Ähnlichkeit nicht voraussetzt, sondern produziert. Nämlich indem sie Vorhandenes auswählt, herausfiltert, weiterentwickelt, anderes unterdrückt. Ist der Freundschaftsbegriff erstmal derart flexibel geworden, entfällt auch noch ein anderes geläufiges Vorurteil. Eine Verschmelzungsfantasie à la Montaigne ist letztlich im stärkeren Sinne oder im starken Sinne sogar nur zwischen Zweien möglich. Was aber geschieht, wenn ein weiterer hinzutritt? Wenn er hinzutritt, überwältigt von der Kraft solch eines Bündnisses und beseelt von der Bitte, er sei in diesem Bunde der Dritte. Den Klassiker interessiert nicht mehr, ob das gelingen kann und wie genau. Im wirklichen Leben aber ist das durchaus die Regel. Betrachten wir also zum Schluss noch mal schnell ein paar Fälle. Was geschieht zum Beispiel, wenn zu zwei Freunden eine dritte Person mit einer engen emotionalen Bindung zu mindestens einem der beiden hinzutritt? Der häufigste Fall, in dem das geschieht, ist, wenn einer der beiden Freunde einen neuen Liebespartner hat. Der Charakter der Freundschaft wird sich meist ändern. Wir kennen die Klage, oft gehört, seitdem sie mit ihm zusammen ist, sieht man nichts mehr von ihr. Seitdem er eine neue Freundin hat, ist er wie ausgewechselt. Und auf solch ein Zusammenspiel von Freundschaft und anderen institutionalisierten Beziehungsgeflechten wird Anne Cronin später am heutigen Vormittag aufmerksam machen. Aber natürlich kann der neue Partner auch eine positive Rolle in der neuen Freundschaft spielen. Und dann ist die Frage, wer entwickelt zu wem welche Gefühle? Welche Dominanzen entstehen? Welche Vertrauensverhältnisse? Ein berühmtes Beispiel, das ich liebe, ist die Freundschaft von Theodor W. und Gretel Adorno zu Walter Benjamin. Gretel hat eine innige Beziehung zu Walter und Teddy möchte gern an dieser Intimität teilhaben. Das gelingt ihm aber nicht ganz. Das kann ich leider nicht ausführen, aber wenn man sich einfach mal diese, das sind alle drei Briefwechsel, und also die sind ja veröffentlicht, und wenn man sich die anguckt, merkt man das wunderbar. Schon allein, man muss sich bloß die anreden, mit der die sich gegenseitig angucken und wie die versuchen, sich zu verschieben und dann doch wieder nicht. Und so. Also ein wunderbares Beispiel. Aber manchmal funktioniert eine Freundschaft auch gerade nur mit einem Paar. Entschuldigung, nur mit einem Paar. So. Ich habe selbst die Erfahrung einer großen Vertrautheit mit einem Ehepaar gemacht, die nach deren Scheidung mit keinem der beiden Einzelnen aufrechtzuerhalten war. Als Verheiratete erzeugten sie durch ihren Umgang miteinander und mit Dritten eine Stimmung, die nach der Trennung verschwand und auch mit den neuen Lebenspartnern bei keinem der beiden wieder auflebte. Das ist es, wenn ich unter anderem von Resonanz rede. Sind mehrere beteiligt, entsteht eine Stimmung, die von den Gefühlen von Einzelnen für Einzelne abgelöst ist, die sich davon, von diesen Einzelbeziehungen trennt. Ein Klangraum sozusagen, in dem es durchaus nicht immer harmonisch zugehen muss. So können auch partielle Verstimmungen mit in dieses Konzert eingehen und all das zusammen erfährt eine eigene Dynamik. Das zeigt sich auch da, wo direkt Paare miteinander befreundet sind, ein oft vernachlässigter Fall. Wir begegnen ihm vor allem vor dem Hintergrund einer altmodischen Bürgerlichkeit. Noch in der Generation meiner Eltern war es weit verbreitet, diese Paarfreundschaften zu pflegen. Und gestern bei Peggy Medler hatten wir genau das in der Generation von Ida und Martha. Wo die bürgerliche Ehe im Zentrum ist, ordnet sich die Freundschaft ihr unter und ist deshalb aber nicht weniger Freundschaft. Also das sollte man nicht unterschätzen. Wie sich hier die Dynamik unter Vieren im Einzelfall darstellt, vielleicht auch noch mit Seitenblicken auf die jeweiligen Kinder der Paare, ist, soweit ich jedenfalls sehe, wenig untersucht. Und nur nebenbei bemerkt, sind Freundschaften eigentlich vererbbar? Entsteht in dem Resonanzraum von Paarfreundschaften manchmal etwas, was sich auch auf die Kinder übertragen lässt?
Aber nicht nur solch gemeinsame Freundschaften prägen unser Leben, sondern vor allem auch parallele Beziehungen. Wovon Freundschaft die Rede ist, meint man oft den sogenannten Busenfreund. Betrachten wir unser Leben genauer, merken wir schnell, dass wir unser Mittelpunkt für eine ganze Zahl von in sich unterschiedlichen Freundschaften sind, die wir nicht nur zur gleichen Zeit pflegen, sondern die miteinander eine Art Ökologie der Freundschaft eingehen. Nehmen wir ein berühmtes Beispiel, die Freundschaft zwischen, ja, jetzt muss es doch nochmal kommen, Johann Wolfgang Goethe und Friedrich Schiller. Die ist ja oft überhöht worden. Das hat dazu geführt, dass sie dann im Gegenzug als reine Zweckgemeinschaft demaskiert werden sollte, als Bündnis von Komplizen, die sich gegenseitig im Kampf um literarische Anerkennung, ja sogar zur Eroberung der kulturellen Deutungshoheit unterstützten. Ich meine, das ist sicherlich nicht ganz falsch, denn die beiden hatten schon eine Freundschaft, die stark über das Intellektuelle und die Arbeit am jeweiligen Werk lief. Aber man kann diese Beziehung nicht darauf beschränken, denn das würde die komplexe emotionale Dynamik, die sich zwischen beiden abspielte, ignorieren. Schiller als der Jüngere und noch nicht Arrivierte buhlte zunächst um Goethes Freundschaft. Dabei ist er ohnehin der, so von der Charaktereigenschaft, um doch nochmal darauf zu kommen, der Enthusiastischere. Für Goethe hingegen war die Zurückhaltung Programm. Und so gibt es ein sehr schönes Zitat aus einem Brief an August Herder, also den Sohn von dem Pulpenherder. Deinen Brief, mein lieber Freund, habe ich mit besonderer Zufriedenheit erhalten, da ein früheres Verhältnis wieder anknüpft. Ein Verhältnis, das nun umso dauerhafter sein kann, als wir beide im Leben indes vorgerückt sind und manches erfahren haben. Wenn wir immer vorsichtig genug wären und uns mit Freunden nur von einer Seite verbinden, nämlich von der sie wirklich mit uns harmonieren und ihr übriges Wesen nicht in Anspruch nehmen, so würden die Freundschaften weit dauerhafter und ununterbrochener sein. Gewöhnlich aber ist es ein Jugendfehler, den wir selbst im Alter nicht ablegen, dass wir verlangen, der Freund sollte gleichsam ein anderes Ich sein, solle mit uns nur ein Ganzes ausmachen, worüber wir uns dann eine Zeit lang täuschen, das aber nicht lange dauern kann. Das sicherste Mittel, ein freundschaftliches Verhältnis zu hegen und zu erhalten, finde ich darin, dass man sich wechselweise mithalte, was man tut. Denn die Menschen treffen viel mehr zusammen in dem, was sie tun, als in dem, was sie denken. Also was Schiller und Goethe danach geeint haben müsste, war, was sie taten, ihre literarischen Interessen. Dabei mögen sie Unterschiedliches gedacht haben, sicher haben sie unterschiedlich gefühlt. Denn Schiller scheint sich zunächst mehr von Goethe erwartet zu haben. Daher traf es sich gut, dass er zur selben Zeit eine andere intensive Freundschaft pflegte, nämlich die zu Christian Gottfried Körner und dessen Frau Minna Stock und Huber und so weiter in Dresden. Zu ihnen war die emotionale Machtbalance in die andere Richtung verschoben. Hier war Schiller der Bewunderte, seine Freunde, die Dresdner nämlich, waren die Bewunderer. Bei ihnen konnte er zunächst andere Bedürfnisse des Gefühls befriedigen, ja sogar den Mangel, den er bei Goethe empfand, kompensieren. Teils, weil sie einer ähnlichen Herzensinnigkeit wie Schiller anhingen, teils auch, weil sie ihn trösteten, wenn er sich über Goethe beklagte. Mit den Jahren wuchs aber auch zu Goethe eine intensivere Freundschaft heran. Rüdiger Safranski, der die Freundschaft der beiden Weimaraner detailliert beschrieben hat, betont ausdrücklich, dass Goethe seinen Freund beisprang, als dessen Frau schwer erkrankte. Die wachsende Vertraulichkeit mit Goethe führte bei Schiller nun zu einer Vernachlässigung der Dresdner. Natürlich war das dann auch ein Grund für schlechtes Gewissen, über das man sich wortreich austauschte. Ich will sagen, das Verhältnis zu Goethe einerseits und das zu den Dresdner Freunden andererseits bestand nicht unabhängig voneinander. Hier wurden psychische Energien ausgetauscht, die sich gegenseitig bedingten. Natürlich stellt sich der Austausch solcher Energien noch einmal komplizierter dar, wo es sich um richtige Freundschaftsgruppen handelt, um ein Beziehungsgeflecht, in dem jeder jeden kennt und sich das Klima einer allgemeinen Vertrautheit entwickelt. Am Samstag werden wir von zwei ähnlichen, aber dann doch auch wieder ganz unterschiedlichen Gruppen hören. Sebastian Kühn spricht über Gelehrte in der frühen Neuzeit und Petra Boden über die äußerst erfolgreiche Forschungsgruppe Pudding-Hermeneutik, die Geisteswissenschaften der alten Bundesrepublik entscheidend prägte. Wir haben damit einen kleinen Schwerpunkt auf gelehrte Freundschaften, nicht nur um am konkreten Fall die künstliche Trennung von nützlich instrumentellen und emotional innigen Freundschaften in Frage zu stellen.
Es wird sich wohl auch zeigen, da bin ich jetzt mal so ein bisschen vorausgreifend optimistisch, dass sich diese Opposition in ihrer Reinheit nicht aufrechterhalten lässt. Die Gegenüberstellung dieser beiden durch Jahrhunderte getrennten Beispiele soll auch den historisch veränderlichen Charakter von Freundschaften aufscheinen lassen. Denn natürlich hat nicht nur der Begriff der Freundschaft einen historischen Index, sondern auch die konkrete Praxis. Ebenso muss man, das ist ja sowieso Prinzip der Reihe, nach kulturell gefärbten Unterschieden in gelebten und gefühlten Freundschaften fragen. Wir alle haben solch emotionale Differenzen zwischen verschiedenen Nationen und Kulturen zumindest als Klischee im Kopf. Wie sehr diese Vorurteile stimmen und inwiefern sie irreführend sind, dem wird ein Stück weit am Samstag früh Tanja Sahatschenko an einigen ausgewählten Beispielen nachgehen. Und wie stark sich speziell auch die Institution der Freundschaft in der heutigen russischen Gesellschaft von der mitteleuropäischen Problemlage unterscheidet, hat schon Alek Hachordin erstaunt vermerkt. Seine Fragestellung geht aber über solche kulturellen Unterschiede hinaus. Ihn interessieren auch die politischen Chancen, die im Freundschaftsbegriff für das heutige Russland liegen. Nur leider konnte er nicht kommen. Deswegen haben wir beschlossen, wir versuchen mal heute Nachmittag, ihn virtuell einzufliegen. Wir versuchen das nämlich per Skype zu machen und hoffen, dass das gut funktioniert. Ob wir am Ende der Tagung wirklich wissen, was ein wahrer Freund ist, kann ich nicht versprechen. Immerhin freue ich mich sehr, dass wir vielleicht in einem anderen Vorurteil verunsichert werden, nämlich dem, dass Facebook schuld ist am Untergang des echten Freundschaftsbandes. Diesem Klischee wird nämlich Björn Fedder am Samstag früh widersprechen. Ja, und wie sehr wir mit weiteren Klischees brechen werden oder sie bestätigen werden, das überlasse ich jetzt der Diskussion. Ich freue mich erstmal, dass Sie alle gekommen sind. Ich freue mich auf zwei produktive Tage mit spannenden Vorträgen und interessanten Diskussionen.